Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Disney Dreamlight Valley, die dritte jetzt am Stück, die ich aufnehme. Macht einfach echt mal wieder Spaß. So, wir sollen eine Terrakotta-Armee bauen. Das können wir auch mal machen, dann haben wir ein bisschen mehr Platz im Inventar. Ist vielleicht auch nicht so die blödste Idee. Moment. So, wo ist denn die Terrakotta-Armee hier? Oh Gott, das muss ich auch alles noch bauen? Ich mache erstmal das hier. 20 Stück? Muss ich? Oh Gott. Okay. Na gut, was soll man sonst mit dem Material machen? Wir können auch hier direkt mal die anderen Sachen, die wir noch machen sollen, machen. Warte mal. Hier gibt es so neue Sachen. Okay. Haben wir jetzt einfach mal hier was gemacht von. Den Rest müssen wir nicht. So, haben wir was Hübsches gemacht. Das hier würde ich auch gerne. Parko Cycling? Naja, machen wir jetzt mal nicht so viel. So, das muss noch irgendwann. Okay. Zaubertrank. Brauche ich noch Tintenfische. Aha. Handbuch Zeitveränderung. Dingelhopper. Oh, wie süß. Dingelhopper. Ach ja. So, Mushu. Happy? Hallo! Diese Drachenstatuen sind phänomenal, Lenfir. Du bist eine talentierte Künstlerin. Ja, ich habe mein Bestes gegeben. Oh Dein Bestes ist ja! großartig. Sie sehen genauso aus wie ich. Ich bin mir auch völlig sicher, dass sie noch gefährlicher aussehen werden, wenn sie erst einmal gebrannt wurden. Du musst nur die Okay, Drachenstatuen und das okay. Brennholz in die Brennofen legen. Dann zünde ich ihn an. Und nicht vergessen, Wo ist er melde denn? dich mal. Ach, da. So, hopp. Viel Spaß. Okay, der Brennofen ist fertig. Die Drachenstatuen und das Feuerholz sind drin. Wir sind startklar. Danke für deine Hilfe, Lenfir. Jetzt ist es an der Zeit, Feuer zu speien. Im Ernst, ich werde jetzt Feuer speien. Bleib zurück. Ja, cool. War super. Es wird richtig schön warm. Jetzt müssen wir nur noch warten. Ich kann es kaum erwarten, das Ergebnis zu sehen. Ich hab Ah, ich dich. auch. Ist das die Stimme? Der redet so wenig, aber ist das die Stimme von Dingens hier, von der neuen Star Trek-Serie, der Arzt? Und auch Hündchen bei Bunte Seite des Mondes? Aber das dauert eine Weile. Warum gehst du nicht zu Mulan und beendest dein Training, während die Dinger gebrannt werden? Mach ich. Mach's gut. Ich glaube, ne? Doch, ist, glaube ich, die Stimme. Ich habe leider gerade vergessen, wie der Synchronsprecher heißt. Den verwechsel ich super gern. Ich finde aber, der klingt wie eine Mischung aus Tommy Morgenstern und Tobias Müller. Also Chinichi und Son Goku. Es sieht so aus, als wärst du bereit, mit dem Training zu beginnen. Was meinst du? Ja, lass uns loslegen. Das ist die richtige Einstellung. Jetzt möchte ich, dass du drei Übungen absolvierst: Angeln, Ziegel zerbrechen und einen Orientierungslauf. Wie soll mich das zu einem Verteidiger trainieren? Wenn du viele Fische fängst, lernst du die Tugenden der Geduld und Präzision. Außerdem bekommen wir dadurch Nahrung. Du machst Witze. Ziegel zu zerbrechen trainiert die Kraft und der Orientierungslauf fordert deine Ausdauer. Ich will auch sehen, wie du strategisch vorgehst. Du kannst diese Herausforderungen also in beliebiger Reihenfolge erledigen. Meld dich bei mir, wenn du fertig bist. Lass uns bald mal wieder quatschen. Warum kann ich jetzt schon mit dir reden? Ausdauertraining war anfangs definitiv nicht mein Favorit, aber es ist wichtig. Als Verteidiger müssen wir manchmal lange Strecken mit schweren Rucksäcken auf dem Rücken laufen. Wir müssen auch wissen, wie wir uns in der Welt um uns herum zurechtfinden, falls wir von der Gruppe getrennt werden. Klingt heftig. Keine Sorge, ich werde dich nicht auffordern, sofort loszumarschieren. Ich lasse neue Rekruten nicht einfach in die Wildnis, in der Wildnis herumirren. Ich habe hier im Lager eine Herausforderung entwickelt. Folgt mir. Ich muss los. Mach's gut. Ich wollte eigentlich zuerst angeln, aber gut. Willkommen im Trainingslabyrinth. Aber bevor du anfängst, muss ich dir etwas geben. Hier. Was ist das? Trainingsgewichte. Sie entsprechen ungefähr dem Gewicht deines Rucksacks, wenn du gehst. Hast du etwa erwartet, dass du mit leeren Händen durch das Labyrinth gehst? Das wäre viel zu einfach. Ach, ich lache der Herausforderung ins Gesicht. Sei nicht so selbstbewusst, Lenfia. Das könnte dir zum Verhängnis werden. Leg die Gewichte an, öffne die Tür und komm zu mir. Dann erkläre ich dir den Rest deiner Ziele für diese Übung. Na denn, wir sehen uns. Sehr schön. Hübsch. Warum habe ich sie denn jetzt nicht an? Moment. Hä? Ach, jetzt so. Okay, komisch. Ich glaube, das war ein bisschen buggy.
bist fast fertig. Jetzt ist es dein Ziel, den Weg durch das Trainingslabyrinth zu finden und dabei die Trainingsgewichte zu tragen. Aber es geht nicht nur darum, deinen Rucksack zu tragen und deinen Weg zu finden. Du musst auch auf deine Umgebung achten, bis hin zum kleinsten Stein. Deshalb verstecke ich dir dort ein paar Kieselsteine, find alle und triff mich dann an der Flagge im Labyrinth. Gib mir einen Moment, um alles vorzubereiten, dann kannst du anfangen. Hier drüben! Okay. Okay, los! Ich warte bei der Flagge auf dich! Das kriegen wir doch hin. Easy. Warte mal, ich guck mal erstmal noch hier in die Richtung. Muss ich die Haufen eigentlich kaputt machen? Ich weiß gar nicht, mach's einfach. Weil die mich irgendwie stören, ästhetisch. Wie ging das Lied? Du musst so hart sein wie ein Taifun. Weiß ich nicht mehr. Irgendwie so. Oder ein Stein. Ich habe keine Ahnung. Du musst so... Na. Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. So lange her. So. Hab ich's? Ja, ne? Bitteschön. Herzlichen Glückwunsch. Du hast das Labyrinth durchquert und alle Kieselsteine gefunden. Das zeigt mir, dass du die nötige Ausdauer und die Fähigkeiten hast, um eine wertvolle Verteidigerin zu sein. Okay. Jetzt brauchst du nur noch ein Wanderlied. Glaub mir, es hilft, die Zeit zu vertreiben. Hab ich doch gerade gesungen. Los, mach schon. Komm raus aus dem Labyrinth. Auf Wiedersehen. Okay. Wenn du auf Nachtwache bist, gewöhnst du dich daran, so lange aufzubleiben. Ich würde jetzt gern angeln. Angle in den nahegelegenen Gewässern nach Lachs. Es ist mir immer eine Freude, mit dir zu plaudern. Ich dachte schon, ich muss mir an den Zuber stellen. So, wie viel brauche ich denn? Mal gucken. Mehr? Na gut. Habe ich überhaupt einen Lachs gefangen? Ich weiß gar nicht, was es gerade war, ehrlich gesagt. Ich glaube, es war Lachs. Ich habe gar nicht hingeguckt. Ja, wie gut das. Vermutlich muss ich in allen Dingern angeln, die hier sind, ne? Ja, ich glaube schon. Ich komme scheinbar nicht drum rum. Ich hoffe, dass das jetzt das letzte. Also das zweite hier. Oh, na gut. Huch, was war jetzt los? Okay, Entschuldigung. Da hat was nicht funktioniert. Oh. Was war das denn? Okay, das war nicht das letzte. Ich sehe nichts. Okay. Wie kriegen es denn? Unter erschwerten Bedingungen. Fördert die Geduld und Präzision auf jeden Fall. Ich wünschte, da wäre irgendwie, da würde was ablaufen. Das ist ein bisschen komisch, so einfach so angeln. Oh, scheiße. Nein. So Geduldssachen sind ja gar nicht meins, ne? Mit Geduld habe ich es nicht so. So gar nicht.
Bei mir muss immer alles sehr schnell gehen und darauf arbeite. Ich mache mal 50 Sachen gleichzeitig. Das ist ganz schlimm. Ich fange mit einer Sache an und dann kommen irgendwie 20 andere. Dann kommt eine E-Mail rein. Dann fange ich erstmal an, die Sachen aus der E-Mail zu bearbeiten. Dann sehe ich, irgendwo liegt noch ein Dokument rum. Dann fange ich plötzlich an, dieses Dokument zu bearbeiten. Neben der E-Mail und dem ersten, was ich schon vorhatte. Dann kommt irgendjemand rein, will irgendwas. Dann fange ich damit auch noch an. Also teilweise mache ich wirklich so 10 Sachen parallel einfach. Da fällt mir ein, dass ich noch eine E-Mail wegen was weiß ich schreiben wollte. Mach das auch noch. Ja, so ist so mein Arbeitsstil. Aber interessanterweise klappt trotzdem alles. Also ist nicht so, dass am Ende tatsächlich alles scheiße ist. Es ist tatsächlich trotzdem alles am Ende sinnvoll. Und ordentlich. Einigermaßen. Hab ich's jetzt bald mal? Also irgendwie. Hätte ich die erst irgendwie mitnehmen müssen, wie bei dem Labyrinth? Ich habe gerade ein bisschen Angst, dass das falsch war. Na, hoffen wir mal, dass das richtig ist. Vielleicht haben wir es jetzt. Ich hoffe, die Dinger kommen nicht überall wieder nach. Wenn ich jetzt zurücklaufe und da sind wieder überall die Dinger hier, dann bin ich traurig. Mal gucken. Müsste jetzt eigentlich das letzte sein. Scheiße. Warum hat das nicht funktioniert? Ich gehe nochmal hin. Habe ich jetzt umsonst geangelt? Wow, das sind ganz schön viele Fische. Glückwunsch, Lenfir. Dank dir wird niemand mehr hungern müssen. Könntest du vielleicht den Fisch in den Suppentopf des Lagers geben? Das wäre eine tolle Ergänzung für die Brühe. Es ist mir immer eine Freude, mit dir zu plaudern. In den da hinten oder? Ich weiß auch nicht. Gucken wir mal. Ja. Okay, 10 Stück. Sehr gut. So, Ziegelsteine. Welche Ziegelsteine? Die hier? Ja gut, ist jetzt mit der Spitzhacke nicht ganz so schwierig, ehrlich gesagt. Aber gut. Was haben wir denn da? Schätze des Trainings. Aha. Schönes gefunden. Oh, da lief sogar gerade im Hintergrund. Hier haben wir den Schnorchel gefunden. Bambusrohr. Geeignet für ein winziges Wesen. Die runden Gewichte, die dich an die erinnern, die Mulan dich tragen lässt. Und, war mal jetzt das andere? Der Fächer. Ein ziemlich unscheinbarer Fächer, der in den richtigen Händen zu einer großartigen Waffe werden kann, um einen schrecklichen Feind zu besiegen. Tatsächlich habe ich früher Tai Chi mit Waffen gemacht und auch mit ein und zwei Fächern. Kann ich tatsächlich eine gesamte Choreo mit beiden jeweils laufen. Hi! So, ich hatte gehofft, dich zu sehen. Ja, vollständig das Training des Verteidigers absolviert. Ich bin beeindruckt, Glenfield. Du hast jede Übung mit Bravour und Geschick absolviert. Diese Herausforderungen sind aber nicht nur dazu da, dich zu trainieren. Sie helfen auch dabei herauszufinden, wo du am nützlichsten bist. Was war deine Lieblingsübung? Ich habe einen Favoriten. Wirklich? Welche? Angeln. Geduld und Präzision, das sind die Eigenschaften eines guten Bogenschützen. Ha! Bogenschießen kann ich übrigens auch. Jetzt musst du Mushu noch bei seinem Verteidigungsplan helfen. Du solltest zu ihm gehen und mit ihm reden. Nochmals herzlichen Glückwunsch, Lenfir. Das hast du wirklich gut gemacht. Ich bin so beeindruckt. Okay. Aber... Jeder wird hier zum Mann, sogar du. Toll. Ich hab da noch was. Was ist das? Mhm. Wo hast du sie gefunden, Lenfir? Hier und da, während des Trainings. Weißt du, was sie sind? Okay. Ja, das ist einer der Fächer, die ich hatte, als ich geholfen habe, den Kaiser zu retten. Und das ist eines der runden Gewichte, mit denen ich trainiert habe. Damit konnte ich Hauptmann Shang zeigen, dass ich es ernst meine, ein Soldat zu sein. Mushu benutzte den Bambuschnorchel, als er versuchte, mir beim Fischen zu helfen. Ha, so viele Erinnerungen. Das stimmt. Und gute Erinnerungen noch dazu. Es wäre mir eine Ehre, wenn du sie in deinem Haus ausstellen würdest. Ich habe keinen Platz. Oh, das ist aber schön. Ja! Hier, Lenfir. Es wird eine lustige Erinnerung daran sein, dass du und ich das gleiche Training haben. Auf Wiedersehen! Sehr schön. So.
Was ist mit den Drachenstatuen? Warte darauf, dass die 4 Ladungen der Drachenstatuen gebrannt sind. Ja, aber wie lange denn? Hey, was geht? Was ist los? Drachenstatuen? Das müssen wir nur noch warten. Und nicht vergessen, meld dich mal. Ja, das ist auf jeden Fall die Stimme von dem Synchronsprecher. Deren Namen ich leider vergessen habe. Was haben wir denn hier? Ach, damit hätte ich das Essen kochen können. Ich habe mein eigenes Zeug genommen, na toll. Na gut. Hätten wir gar nicht weggehen müssen. Hätten wir alles da vom Tisch sammeln können. Warum habe ich eigentlich einen Schlüssel nicht? Wann kriege ich den denn? Du brauchst polaren Schlüssel. Bin ich den hier irgendwo? Muss ich den finden? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, ne, weil das nicht weitergeht hier tatsächlich. Ich frage mich, ob ich in der Zeit irgendwas Bestimmtes tun soll, weil eigentlich vergeht ja keine Zeit in dem Sinne hier. Warten steht da zumindest. Ich weiß halt nicht, ob ich jetzt hier noch irgendwas machen kann. Rein? Nee. Keine Ahnung. Das Buggy? Warte darauf, dass die 4 Ladungen in der Drachenstaltung gebrannt wurden. Also hier passiert auch wirklich nichts, ne? Nö. Was soll ich tun? Ist die Frage. Was war das? Okay, gar nichts. Geh mal kurz überall noch mal ein bisschen ab, um zu gucken, ob ich irgendwas finde. Soll ich weggehen? Nee, kann ja auch nicht sein. Ich glaube nicht, dass ich jetzt einfach die Karte verlassen soll. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Also, ihr habt es gesagt, ne? Also, mir ist jetzt nichts aufgefallen. Ich würde eigentlich Zeit in Anspruch nehmen. Du musst nur geduldig sein. Ach, weil ich... Ist das, weil ich geduldig angedrückt habe? Nee, klar, kann ich mir auch nicht vorstellen. Geduld. Ich bin sehr geduldig. Ah. Hi. Hi. Ja, hi. Auf Wiedersehen. Tschüss. Hier ist noch was. Ratatouille. Ich meine, ich kann jetzt auch nicht wirklich was machen, ne? Ich, nicht wirklich. Warum ist denn hier... Ah, ich würde schon sagen. Oh, hier gibt es ja echt schöne Sachen diesmal. Oh, Kostüme als Paradelöwens hätte ich echt gerne. Kleine rosa Flügel. Kann ich... Oh. Kann ich mir aber alles nicht leisten. Stitch Sonnen... Oh. Menno. Der Laden ist ein bisschen größer geworden, oder? Das war sonst nicht so riesig hier. Das haben wir schon. Ach, das ist ja interessant. Das hier... War aber mal bei einem Sternenpfad. Hieß es nicht, Sachen, die im Sternenpfad gewonnen, also geholt wurden, gibt's nicht im Dingens? Ah. Na gut. Ich hätte gerne das Outfit. Zu teuer. Ich habe echt schon lange nicht mehr gespielt halt. Deswegen, ich habe auch nichts, ich habe keine Fotos eingereicht und so. Hab da einfach nichts gemacht. Muss ich ehrlich zugeben. So, passiert jetzt hier mal was? Oh ja, okay. Wisst ihr was? Dann machen wir einfach mal was anderes. Hier. Wir stimmen mal ab. Ich weiß nicht, ob die Zeit so lang zählt. Was waren hier? Zeitloser Stil der Magie. Das ist ganz cool. Manche geben sich auch gar keine Mühe, aber gut. Naja, gut. Das ist noch ganz niedlich. Was das mit Magie zu tun hat, weiß ich echt nicht. Ja. Naja. Ja, das wird jetzt ein Versuch. Versucht. So, habe ich alle? Ja. Ich habe wenigstens ein paar Dinger verdient. Oh, wenn nachher nicht viel. Oh, wirklich nicht viel, ne? Haben wir überhaupt was verdient? Wenn ich mir das so angucke. Ich weiß es nicht. Was muss ich hier machen? Ah, dekorieren, schade. Hätten wir jetzt einfach ein Kostüm anziehen müssen, hätten wir das auch machen können. Slime ein bisschen mehr. Aber die sind süß, ne? Also ich würde mir so einen auch hinstellen, muss ich zugeben.
Hätte ich auch sehr gerne hier. Ich würde das halt echt gerne noch in dieser Folge halt haben, ne? Deswegen warte ich auch gerade einfach mal. Ich finde das eigentlich schon ganz cool, wenn wir das noch in diese Folge packen und Mulan hier noch zum Umziehen bewegen können. Hätte ich mal nicht auf Geduld gedrückt. Also auf Angeln. Hätte ich mal, Stärke oder so genommen. Ich hätte echt gerne den Schlüssel. Also wenn wir den jetzt nicht kriegen, dann muss ich mal gucken, ob ich den noch suche. Aber eigentlich bin ich ja jetzt echt schon viel rumgelaufen. Ich wüsste nicht, wo man den jetzt noch finden sollte. Ich bin schon so überall vorbeigerannt. Glaube ich. Weißt du, was wir mal machen können, während wir warten? Wir brauchen uns mal was zu essen. So. Wunderbar. So. Sehr schön. Sollte erstmal reichen. Wie sieht's aus? Na, noch nicht ganz. Das Feuer sieht irgendwie cool aus. Ich weiß auch nicht. Weiß auch nicht, was ich noch erzählen könnte. Ist immer doof. So situationsmäßig, wenn jetzt nichts passiert, einfach sich irgendwas aus dem Hintern ziehen, das ist auch ein bisschen schwierig. Weiß ich gerade nichts. Ich kann auch ein paar Disney-Lieder trällern, aber es wäre schöner, wenn das Team ein Stream dabei wäre. Wobei ja dann auch keiner mitsingen kann, ist auch Quatsch. Mitschreiben. Ist dann auch schön. Sag ja, ich und Geduld. Das funktioniert nicht. Vielleicht war jetzt doch einfach mal Schluss. Wollte ich eigentlich nicht, aber das ist ja doch ganz schön lang. Schade, dass im Hintergrund nicht das Lied bringen, wo sie ihr, also schönste Lied im ganzen Film quasi, wo sie singt. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Ich überlege schon gerade die ganze Zeit. Ich komme aber nicht mehr drauf. Ja. Hey, was geht? Sieh sie dir an. Sie sind... perfekt. Oh, kein Einhandling wird es wagen, sich mit diesen kämpferischen Wächtern anzulegen. Ja, jetzt muss ich sie nur noch in ihre Kisten packen. Dann können wir sie nach ganz China schicken. Ich. Oh. Oder auch nicht. Ich dachte, das war's. Oh. Felsen blockieren die Straße. Ich wiederhole, Felsen blockieren die Straße. Ja, ich seh's. Ich habe Augen im Kopf. Du tust dir noch weh, wenn du versuchst, das alles allein zu bewegen, Mushu. Mach du doch gar nicht. Warum gehst du nicht nach deinen Drachenstatuen sehen? Lenfi und ich finden eine Lösung. Wieso ich? Okay, okay. Du hast recht. Ich vertraue darauf, dass ihr beide einen Weg finden werdet. Okay. Zum Ausgangspunkt komme ich noch, ne? Ja, okay. Dann würde ich hier nämlich mal die Folge beenden. Reicht jetzt auch. Gut, dann schön, dass ihr dabei wart. Leider noch keine Mulan in unserem Dorf, aber beim nächsten Mal. Also, bye bye.